Wir haben zwar Prinzessin Peach das Schloss gezeigt und das Schloss gefällt ihr anscheinend. Allerdings ist es noch längst nicht vorbei, denn wir haben noch ca. 30 Level vor uns und selbst Peach hat noch ein Level vor uns. Ich weiß noch nicht, wo man sie hier findet, aber wenn man hier noch ganz, ganz rechts scrollt, sieht man hier: Auf geht's, Baumeister Mario von Peach. Lieber Mario, dieser Keller ist so voller Blöcke, dass man gar nicht durchkommt. Es wird Zeit, dass dort mal jemand mit einem Superhammer aufräumt. Mit so einem Hammer könntest du auch den linken Stick nach oben halten und dann Y drücken, um Baumeisterkisten herzustellen. Von Prinzessin Peach. Da gibt es sogar ein Item für, ein Kostüm. Und das will ich natürlich haben. Deshalb schauen wir uns diese Aufgabe mal an. Ich hab das Gefühl, es wird mir nicht schwer. Aber wir wissen es. So, das ist nämlich das Item, was wir letzte Folge freigeschaltet haben. Wenn wir zur Seite schwingen, dann können wir zack den Hammer benutzen. Der geht aber nur. Ach, man muss einfach nur die Feuerblumentaste drücken. Okay, wie ich jetzt zerstöre, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Also, wenn wir unten. Nee, wenn wir oben B. Nee, oben und die Taste, womit ihr normalerweise Feuerwelle schießt, drückt, dann können wir Blöcke erstellen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, so viele, wie man will, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Vertraut nicht auf das, was ich jetzt sage hier. Also, wenn man anscheinend genug Zeit, um das Level zu schaffen, das ist schon mal gut, ne? Warum mache ich das? Ich wollte eigentlich spinnen, aber es hat nicht geklappt, weil es in diesem Stil nicht geht. Von da. Auch egal. Hier geht's weiter, ne? Ja. Den kann man auch zerstören. Für die es nicht wussten, muss man auch, sonst stirbt man hier. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Ich habe geschlagen, aber es hat ihn nicht gekillt. Vielleicht weil er zu fett war. Oder ich habe einfach Pech gehabt und ich hatte eine Millisekunde zu spät. Ich weiß es nicht. Aber man sollte wahrscheinlich so da drauf. Ups. Kann ich nochmal nehmen? Ah, die kann ich nochmal aufnehmen. Cool. Die kann man auch, obwohl die nicht so aussehen, kann man die auch auf Lava setzen. Ja. Drehen wir das jetzt hier. Einfach nur hier durch. Zack. Und boing. Guten Tag. Tschüss. Und guten Tag. Tschüss. Guten Tag. Tschüss. Und guten Tag. Tschüss. Tschüss. Oh. Gibt's nochmal einen Hammer. Falls man ihn warum auch immer verlieren sollte. Macht keinen Sinn, aber cool. Zack. Oder kann ich auch so. Ach, man kann ihn auch so killen. Cool. Bam. Muss man ja auch. Ja, ist mir egal, ich kann einfach Damage boosten. Wow. Jaha! Juhu! Juhu! Ach, come on! Wie findet ihr eigentlich die neue Superball-Feuerblume und dieses Item? Schreibt es mir mal gerne unten rein, wenn ihr Bock habt. So. Also ich finde die ja ganz cool. Die Feuerballblume ist zwar mehr so für Rätsel da, finde ich. Und nicht wirklich fürs Benutzen. Aber ja, hier soll man die Blöcke benutzen. Die können wir da drauf packen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir von denen benutzen können, aber anscheinend genug, um hier rüber zu kommen. Das ist doch super. Yeah. Und das Item hier ist eigentlich auch nur für Level, wo man wirklich nur so das Item benutzen soll. Man kann das Item jetzt nicht in manchen Level mit anderen Items decken. Was zum Teufel passiert hier? Was soll ich denn machen? Was hätte ich denn machen sollen? Was zum Teufel? Wo war der Checkpoint? Es gibt keinen Checkpoint. Warum wollte es einen Checkpoint geben? Nee. Ah doch, hier gab es einen Checkpoint. Oh lol. Oh Gott. Hab ich ganz vergessen. Zack, Leute. Schnell, Speedrun. Zack. Hau ab. Hau ab. Tschüss. Verschwinden Sie von hier. Ich schaff das nie. Warum auch immer. Von hinten her wird es nicht so funktionieren, wenn du es rückwärts machst, Mario. Ich sag's dir nur. Einfach so. Ja, come on. Schnell. Nein. Weiß nicht, ob das hilft, wenn man Schaffter gemacht oder nicht. Ah, komm, das schaffe ich noch. Das soll man, glaube ich, mit den Kisten hoch, aber ich habe es auch so geschafft, von daher. Lassen wir das mal so.
Genau, das ist aber gutes Level-Design, dass das alles auch funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ich glaube, ich hole lieber meinen Hami zurück. Hami, Hami, Ham, Ham. Lecker. Ham, Ham. So, jetzt haben wir hier drei. Passt auch das mit Audio? Passt noch alles, denke ich. Hoffe ich. Mal schauen am Ende. So, wie kommen wir hier durch? Einfach durchrennen? Anscheinend. Keine Ahnung. Reicht auch. Ist auch egal. Wir haben das Level durch. Schön am Ende nochmal gestorben vorhin, aber ist jetzt halt so passiert. Kann man nichts machen. Cool. Nee, eigentlich nicht cool, aber. So. Und dafür kriegen wir. Das Peach-Kleid. Schick, schick. Gibt's da mehr Peach-Aufgaben? Marsch der Neuling-Toads. Ja, machen wir das nochmal. Es sollten heute ein paar neue Toads in meine Dienste treten, aber es ist noch keiner von ihnen angekommen. Ich weiß nicht, wie ich die Stimme von Prinzessin Peach soll. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich irgendwo verlaufen. Könntest du alle 10 wohlbehalten zu mir bringen? Reicht das hier mit allen 10 Toads von Prinzessin Peach? Okay. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich Prinzessin Peach voicen soll. Ich habe noch keine Stimme für sie. Okay, ich werde in dem nächsten Mario-Let's Play mir noch irgendwas aussuchen. Keine Ahnung. Das ist ja mein erstes Mario-Spiel, was ich Let's Play tatsächlich. Auf meinem Kanal. Mario? Okay. Muss ich da jetzt irgendwas sagen? Warum kann man diese Toad-Mission nicht selber in einem Level bauen? Das finde ich seltsam. Das verstehe ich nicht. Finde ich okay. Was bist du denn bitte? Hilfe! Hilfe! Was denn? Oh, fuck, meine Toads! Ach so! Nein, meine Toads! Sind die gerade gestorben? Hallo, nicht sterben! Hört mal auf zu sterben! Was ist das denn? Aber ich war mir nicht sicher, ob ich erstmal das Prinzessin Peach Kleid anziehen soll oder Slam machen soll, aber egal. So, wir rennen einfach unten durch. Scheiß auf alles, was kommt. Wir rennen einfach durch. Ist das euer Ernst? Seid ihr jetzt ernsthaft beim Goomba gestorben? Okay, ich sehe schon, das Level wird sehr nervig, aber wirklich sehr nervig. Und die Toad sterben wegen allem. Oh Gott. Alle Goombas töten. Oh Gott, nein, weg da. Oh Gott, schnell. Oh nein! Kommt schnell her! Kommt schnell her! Kommt schnell her! Oh Gott! Pilz, bitte! Bitte, Pilz! Yes, ein Pilz, Mann! Sind eigentlich alles kleine Toads? Sind alle kleine Toads? Kann man denen irgendwie einen Pilz geben? Das wäre cool. Könnte man denen so einen Pilz geben? Lol. Wo geht's denn lang? Da nicht! Kommt ihr bitte wieder? Toadies! Wo sind denn alle? Nein! Dieses Level! Boah, dieses Level, ey, was ist denn das hier? Ja, nee, Luigi, ich kann ihn nicht lernen. Ich würde ihn gerne benutzen, ne? Aber kann ich nicht. Erstens, das ist so eine Luigi-Flagge und dann darf ich das Level nochmal neu machen und das habe ich jetzt nicht so vor. Also, das ist so der Lakitu-Ersatz, damit das auch mit den Toad sehr, sehr nervig wird, denke ich mal. Oh Gott. Ein One-Up! Pfiff! Ja, komm. Jetzt habe ich es mir schon frei gemacht. Jetzt hole ich es mir auf. Toadies, ihr müsst schnell rennen. So, den können wir leider nicht killen, oder? Ne, man kriegt nur Pilze. Schade. So, aber ab hier wird es schwer. Weil man sieht, er kann ab hier durchschießen. Okay, Tyner stirbt. Bisher. Einfach durchrennen. Man kann keine Zeit zum Überlegen. Alles gut, ich hab euch. Ja, war ja klar. Irgendeiner würde jetzt nicht sterben, das war mir schon klar. Verdammt, bitte nicht. Nein, nein. Nein! Hört auf, da oben zu sein. Da oben kann ich euch nicht retten. Nein. Nein! Warum gibt es denn hier keine Check? Ach so, wegen der Zielbedingungen. Damn, das Level ist schwierig. Als ob ich da jetzt schon meinen Pilz verloren habe. Weißt du was? Ich
Kann ich nochmal zurück am Anfang gehen? Da gab es auch noch einen Pilz. Nix da! Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich bräuchte eigentlich schon Luigis Hilfe, aber ich brauche nämlich dringend irgendwie eine Feuerblume oder irgendwas, aber nö. Dann kriegst du kein Outfit mehr. Dann kriegst du kein Mario-Outfit am Ende, nö. Akzeptieren wir nicht. Mimimi. Warum backen die so in der Luft rum, wenn ich eine Stampfattacke mache? Schaut euch mal die Toads an. Warte, wenn ich in der so mache, die glitschen ja alle rum. Ich glaube, das ist nicht bedacht. Ich glaube, die haben vergessen, eine Stampfattacke-Animation für Toads zu machen. Obwohl er eigentlich schon eine hat. Man kann ihn ja schließlich... Was? Spielen? Toad? Wo sind alle hin? Wir sind einfach... Was ist mit euch? Wann seid ihr denn abgehauen hier? Ach, Junge, das regt so auf. Kommt einfach nach unten. Dann kann ich euch auch erwischen. Jetzt verliere ich einfach alles wieder. Oh nein, 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 nein. Wow. Das sind 5. Das hier müssen 5 sein. Aber es sind keine 5. Hier sind noch 2. Okay. Okay. Ich hab alle. Wieder. Rennt alle. Rennt! Rennt! Meine Kameraden, ihr müsst rennen! Rennt wie noch nie jemand zuvor gerannt ist! Halt! Ob! Was ist das? Nee! Mein letzter Try, sonst habe ich verkackt. Okay, das Level ist sehr schwierig. Die schon bei dem Tod, bei dem Dumba da gestorben sind. Was ist denn los bei euch? Als ob, als ob! Ach Jungs, das sind nur Gumbas, die können nichts. Als ob euch von denen treffen lässt. Hab ich alle? Ja, ich hab alle. Ich muss immer nach oben links schauen, ob ich alle hab. Am Ende fehlen mir nämlich welche und dann denke ich mir, fuck, wo habe ich denn welche verloren? Zack, zack. Okay. Den machen wir schnell down. Oh, ich nehme mich schnell noch wieder mit. Komm, komm, hallo! Ich kann nicht. Hier kommt schnell her. Die waren gerade in der Wand. Habt ihr es gesehen? Die waren gerade in der Wand, die Toads. Game Design! Ist ja auch mal das Ziel irgendwie. Ziel! Wow! Oh mein Gott! Yeah! Oh mein Gott. Peach Perücke! Das hat sich gelohnt! Juhu! Uiuiui, schick, schick. Gibt's noch was von Peach? Nein. Cool. Dann schauen wir uns das doch mal schnell an. Yeah! In letzter Folge haben wir das schöne Outfit hier bekommen von dem Baumeister Mario, ja. Und jetzt haben wir Peachs Perücke. Und Peachs Kleid. Okay, das Kleid sieht schon ganz hübsch aus, so. So, ich weiß nicht, bei welchem Mii das besser aussieht. Ich glaube aber beim weiblichen, einfach weil das halt ein Kleid ist, ja. Sieht es beim weiblichen besser aus, denke ich, ja. Yay. Die Perücke, finde ich jetzt nicht so geil. Ist jetzt nicht so die Mühe wert gewesen, aber immerhin habe ich euch gezeigt, dass ich krass bin. So, machen wir aber noch den Rest des Parts schon mal damit weiter, womit wir die nächsten Parts verbringen werden. Und zwar ist das nämlich, diese ganzen Level hier zu machen. 61 Donut-Wettessen. Mein neuer Bau ist perfekt geworden. So viele Donut-Blöcke. Nur ist es wohl etwas schwer, mich zu besuchen. Könnte mal jemand ausprobieren, durch die ganzen Donut-Blöcke bis ganz nach unten zu kommen? Vom fiesen Maulwurf. Okay. Ja, wir zeigen ihm, wo der Hammer hängt. Deutsch. Okay, keine Zielbedingungen. Ich hoffe auf den Checkpoint. Ich sehe schon, hier kommen ganz viele Donuts auf und zu. Ist keine Falle hier? Nein. Beim Troll-Level war das bestimmt eine Falle gewesen. So. Tschüss. Tss. Lol. Aber das ist cool, weil das erinnert mich halt richtig krass an, Mario Bros. 2, da gab es ja auch sowas. Oh Gott. Ja, das ist halt wirklich wie in Mario Bros. 2. Oder findet ihr nicht? Ich gehe mal da lang, wo der Gumba ist.
das Gefühl, hier, wo der Goomba ist, da ist es richtig. Oder auch nicht. Warum sollte man einen Goomba hinmachen und hier Münzen? Das wirkt doch so, als wäre da beim Goomba richtig und hier bei den Münzen eine Falle, oder nicht? Anscheinend nicht. Okay. Nintendo, erklären Sie bitte. Danke. Aber das ist echt so ein wirkliches Mario Bros. 2 Level, finde ich. Das ist cool. Vielleicht brauche ich auch sowas. So ein Mario Bros. 2 Level wäre doch ganz cool. Wäre doch ganz cool. Sorry für den Huster. Ich bin auch nur ein Mensch. Da muss man auch manchmal husten als Mensch. Komm. Ist mir jetzt auch egal. Welche Münzen erwische, ist halt cool, aber ich gebe jetzt nicht mein ganzes Leben dafür aus, die zu bekommen. Ja, komm, schnell auf die Seite. Und jetzt hier lang. Warten, warten, warten. Oh nein! Nein! Jetzt muss ich warten. Nein. Vor allem, die respawnen ja auch wieder, wie man sieht. Die Zeit? Hallo? Okay. Ach da, als ob ich den da hinbringen muss. Nee, das sind mir die Münzen nicht wert. Außer es ist eine 50er, darf keins verstehen, dass das... Bei 250ern, da hätte ich mich nochmal umentschieden, aber... Nee, ich habe keine Zeit. Die Zeit ist zu knapp bemessen für so eine Starcoin. Das kann man nicht machen, da musst du schon die Zeit erhöhen. Allgemein, warum gibt es überhaupt so ein fieses Zeitlimit? Wie würdest du denn da alle Starcoins bekommen? Ganz ehrlich. Ich weiß, das sind... keine Starcoins, aber ich nenne sie immer Starcoins, weil ich sie immer als Starcoins benutze. Lasst mich. Manchmal geht das, dass man einfach durchducken kann. Naja, egal. Wir sind durch. Hoffentlich, ja, wir sind durch. Jung. Badibabam. Bam. So. Klatsch, klatsch. Juhu. Supi toll alles. Ja, München, wofür auch immer. Oder etwas, wofür brauchen wir die Münzen? Nichts. Wofür brauchen wir die Münzen? Weiß das einer? Wenn ja, dann. Weiß nicht, ich weiß ja eigentlich, denke ich, noch herausfinden, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die brauche ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ich die was brauche. 62, die stachelige Gefahr. Stachelfische warten nur darauf, dich mit Haut und Haar zu verschlingen. Faszinierend, oder? Deshalb habe ich ganz viele von davon in meinem Level gesteckt. Wenn hier jemand ins Ziel kommt, gibt es eine sanftige Belohnung. Eine saftige Belohnung, nicht sanfte. Hobbytaucher. Vielleicht gibt es auch eine sanftige Belohnung, das hat er jetzt nicht gesagt, aber... ausschließen können wir es ja nicht. Ne? Habe ich recht? Ja, habe ich. Unter Wasser? Oh, ist gar kein Unterwasserlevel. Ich habe jetzt voll gedacht, das wird ein Unterwasserlevel. Aber okay. Muss ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich noch die Münzen sammle. Aber ich sammle die einfach mal. Am Ende brauche ich sie. Oh Gott, nicht der. Oh Gott, der killt einen nämlich instant. Wenn er einen auffrisst. Zumindest war das früher in den Spielen so. In den originalen Mario-Spielen war das immer so, dass er einen instant gekillt hat. Egal, wie groß du warst, was für Items du hattest. Der killt dich einfach tot. Dann macht dich Diamantschwert böse tot. Muss aufpassen. Vor allem, wenn du nicht artig warst, dann macht er dich böse, böse mit dem Diamantschwert. Das ist nicht zum Spaßen hier. Oh, tschüss. Bam, bam, bam. Oh Gott, der explodiert ja. Au, au, au. Bam, bam, bam. Kommt doch her, kommt doch her. Traut euch doch. Ich mach euch down. Ihr könnt... rein, gar nichts, ihr Opfer. Da, mir scheiß auf die Münzen. Bam, bam, bam. Oh, schade. Nein, 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 nicht, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Aber es ist cool, dass hier so ein paar Blöcke sind. So ein paar Kisten. Aber hier war jetzt kein Fisch, also haben die keinen Sinn gemacht. Okay, nehme ich haben. Das war dumm. Ist egal, hat mich nicht gefressen. Easy, wir kann einfach... egal. Ja, Leute. Super. Epic. Epic, epic. So, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Auch wenn die Folge jetzt eigentlich schon vorbei ist, aber... ein Level habe ich noch, will ich noch machen. Schnell. Die Folge, ein Ausschau. Obwohl, das könnte wenig lange dauern.
Es ist Zeit, dass unser Kandidat uns zeigt, was er kann. Wird er in der Feuerclown-Kutsche lange genug Y gedrückt halten, um die Ein-Ausschalter rechtzeitig umzuschalten? Die Antwort erfahren Sie gleich nach der Werbung. Achso, die Ansagerstimme war jetzt so spät gelesen. Na egal. Das war so noch in dieser Folge zu schaffen, ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Ja, ihr wisst ja immer Bescheid. Schön den Daumen, der nach oben zeigt, drücken. Das wäre cool. Und es ist ein Scrolling-Level, also. So, wie kann man dann nicht falsch machen, würde ich sagen, ne? Ah, das ist cool. Das ist cool. Achso. Zack. Nein. Nice, hat noch geklappt. Epic. Tschüss. Dann hat dann bam bam. Zack. Obwohl, nein, das war super schlecht. Weil da geht's weiter. Ja, schlecht war es jetzt nicht, aber. Achso, ich kann auch von hier lang. Ja, gut. Na dann. Dann machen wir es mal so. Tschüss. Noch nicht. Bam. Und. Boing. Boing. Und boing. Und schnell weg. Tschüss. Ein Checkpoint. Das sieht doch schon mal gut aus. So, den nehme ich mal. Nein! Nein! Als ob er mich gekillt hat. Oh mein Gott. Lull. Nee, komm, das Level machen wir jetzt noch in dieser Folge. Chipoinga. Oh, es geht schneller. Warum geht's so? Ach so, das ist Automat. Das ist hier selbstgemachtes Scrolling. Aber kann man das wirklich? Ich weiß gar nicht, wie selbstgemachtes Scrolling geht. Ist das besser als so ein Standard-Scrolling? Ich weiß es gar nicht. Können wir mal anschauen? Oder wie sagt es mir? Und warum bin ich jetzt gestorben? Ich komme einfach nicht durch. Okay, nächstes Mal gehe ich einfach nach unten lang. Anscheinend kann man oben nicht lang. Keine Ahnung. Halt die Klappe, Luigi. Die Folge wird nämlich ein wenig zu lang. Zack. Ja, Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Die nächsten Folgen werden wir damit verbringen, die restlichen Level zu schaffen. Wir haben noch nämlich, es gibt keine 100 Level, es gibt wahrscheinlich 90 Level, plus halt die anderen Bonus-Level, die es noch von den anderen Charakteren gab. Ja. Oh Gott. Ach, shit. Nein, nach unten muss lang. Ich muss nach unten lang. Ja, es hat so geklappt. Jetzt hat es geklappt. Jetzt bin ich hochgekommen. Warte, ich will da oben. Den Pilz. Nein, Pilzi! Yes! Mit der Feuerblume könnte ich dreimal schießen. Würde ich mehr Schaden machen, aber. Na egal. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht killen. Ich glaube, ich muss einfach nur die Blöcke hinter ihm kaputt machen, aber es ist mir egal! Ich mache ihn tot! Yes! Rache! Boing! Gut, Leute! Ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir dann Mario Maker Level spielen! Haut rein! Und schönen Tag noch! Und ciao! Leute! Yeah!